Mittel, Alter! In dieser Folge geht es in die Küche. Wir schauen uns an, wie Rezepte im Mittelalter aufgeschrieben wurden und wie sie überliefert sind. Das älteste überlieferte Kochbuch stammt aus dem 9. Jahrhundert. Es geht zurück auf das Werk De Re Cocinaria, das dem römischen Feinschmecker Caelius Apicius zugeschrieben wurde. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist es eine Sammlung, die über die Jahrhunderte immer wieder erweitert und ergänzt wurde. Bevor wir aber jetzt über mittelalterliche Kochbücher sprechen, müssen wir uns ein bisschen mit der Medizin beschäftigen. Warum? Das erkläre ich gleich. Um mittelalterliche Rezepte verstehen zu können, muss man das Konzept der mittelalterlichen Diätetik kennen. Sie basiert auf dem Prinzip der sogenannten Humoralpathologie, entwickelt von Hippokrates von Kos im 4. Jahrhundert vor Christus. Und dieses Konzept besagt, dass in unserem Körper vier verschiedene Säfte wirken: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Wenn diese Säfte nicht in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen oder wenn einer dieser Säfte verdorben, also schlecht ist, dann entsteht Krankheit. Den Säften wurden dann sogenannte Qualitäten zugeordnet, also zum Beispiel feucht, trocken, kalt und heiß. Das Blut zum Beispiel ist feucht und heiß. Das sind nicht wirkliche Eigenschaften, sondern theoretisch gedachte Eigenschaften. Diesen Säften und ihren Qualitäten wurden dann Elemente, Organe, Jahreszeiten und Lebensalter zugeordnet. Ihr seht es hier auf diesem Schema. Am besten schaut ihr euch auch das Video an, das ich zu diesem Thema bereits gemacht habe. Zum theoretischen System der Medizin gehören auch die Res non naturalis. Das sind nicht natürliche Vorgänge, die von den Menschen selbst gesteuert werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Verhältnis von Bewegung und Ruhe, von Schlafen und Wachsein und eben auch von Essen und Trinken. Und da sind wir jetzt schon beim Kochen, denn diese Res non naturalis, die beeinflussen die Körpersäfte. Ja, und schließlich muss man wissen, dass viele Krankheiten nach dem Prinzip Contraria, Contrariis curantur geheilt wurden, also heilen mit dem Gegensatz. Und was das jetzt konkret bedeutet, das erkläre ich euch gleich an einem Beispiel. Das Mondseer Kochbuch aus dem Jahr 1439 stammt aus dem gleichnamigen Kloster im österreichischen Salzkammergut. Es enthält ein Rezept für eine Soße und das möchte ich euch jetzt einmal in einer neuhochdeutschen Übersetzung vorlesen. Willst du eine natürliche Soße machen, nimm 3 Knoblauchzwiebeln und mehr Pfeffer als Ingwer. Mische alles zusammen und lasse es braun werden. Die soll man bei kaltem Wetter essen. Denn Knoblauch, Pfeffer und Ingwer haben die Qualitäten heiß und trocken. Und der Winter als Jahreszeit ist eben feucht und kalt. Und so kommt dieses Konzept eben zusammen. Ja, auf diese Weise konnte man jedes Lebensmittel, jede Zutat einordnen. Und somit sind viele mittelalterliche Kochrezepte auch medizinische Rezepte. Die meisten mittelalterlichen Kochbücher sind anonym überliefert. Erst im 16. Jahrhundert tauchen dann die ersten Autorennamen auf. Wir können aber davon ausgehen, dass die Autoren in der Regel Berufsköche waren. Nicht selten zeigen die Kochbücher auch Gebrauchsspuren, wie die Anhaftung von Speiseresten oder noch viel häufiger Fettspritzer und Fettflecken. So wie ihr es hier auf dem Bild sehen könnt, das ist eine Seite des Reichenauer Kochbuchs von 1470. Die typische Einteilung der Kochbücher enthält Fastenspeisen, Fleischspeisen, Eierspeisen, Sülze, Essig und Würzweine. Öfter kommen dann auch noch Süßspeisen hinzu. Jetzt schauen wir uns aber einmal an, welche Kochbücher es gab. Ich beschränke mich dabei auf den deutschsprachigen Bereich. Insgesamt 46 deutschsprachige Kochbücher sind überliefert. Hier sind einige der wichtigsten. Das älteste ist das Buch von Gurta Spiese, das Buch von guter Speise, das um 1350 herum aufgezeichnet wurde, und zwar in einer literarisch-didaktischen Sammelhandschrift, dem Hausbuch des Michael de Leone. Das war ein Beamter am Hof des Würzburger Bischofs. Und das zeigt, dass dieses Kochbuch nicht für die Praxis am Herd gedacht war, sondern offenbar war der Inhalt so interessant, dass man es in diese Sammelhandschrift aufgenommen hat. Ganz anders sieht es aus bei Von allerlei Kochen, ein Kochbuch für die fürstliche Tafel, verfasst von einem Meister Hans, von dem es auch heißt, er sei des von Württemberg Koch, also
Koch am Hause Württemberg. Überliefert ist es in einer Handschrift aus dem Jahr 1460. Das Besondere dabei ist der feinsinnige Humor, vor allem in der Beschreibung sogenannter Schaurezepte, also Rezepte, die für einen Aha-Effekt an der Tafel sorgen sollten. Zum Beispiel ein Schweinskopf, der mit Branntwein gefüllt ist und der mit Hilfe eines in einen Teig eingehüllten Kiesels entzündet werden soll. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich hätte es ja gerne ausprobiert, aber als ich meinen Metzger gefragt habe, ob er einen Schweinskopf hatte, hat er mich aus dem Laden geworfen. Okay, gut, kleiner Spaß am Rande. Aber interessant an diesem Kochbuch ist auch die Vorrede. Denn dort ist ein Spruch enthalten, den viele von uns als Kinderlied kennen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen und so weiter. So alt ist der Spruch, 1460, vielleicht sogar noch älter. Das Kochbuch zu St. Dorotheen in Wien ist im gleichnamigen Kloster in Wien entstanden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Der Autor muss ein sehr versierter Berufskoch gewesen sein. Die Rezepte sind teilweise sehr ausführlich und sie behandeln oft, ja, man könnte sagen, Koch- oder Küchenprobleme, wie zum Beispiel die Zubereitung eines Hechts oder das Würzen von Wildfleisch, also Wildbret. Das möchte ich euch jetzt auch gerne in einer Übersetzung einmal vorlesen. Man soll zu jedem Wildbret Gewürze in das Gefäß tun. Zu einem gebratenen Reh oder gekochtem Hirsch soll man es gesondert in eine andere Schüssel geben. Aber zu Hasen, Eichhörnchen und Vögeln gießt man die Gewürze in das Gefäß. Merke ferner, man soll den Pfeffer und die Gewürze nicht salzen, die man gesondert zum Wildbret geben will, wenn das Wildbret vorher gesalzen ist. Tja, es ist manchmal sehr schwer, diese Rezepte wirklich nachzuvollziehen und zu verstehen. Das älteste gedruckte Kochbuch stammt aus dem Jahr 1485 und ist die Küchenmeisterei, geschrieben von einem schwäbischen Berufskoch. Basiert auf der Küche des Adels und der Geistlichkeit, zeigt aber ganz klar die Tendenz zu den Essgewohnheiten der städtischen Oberschicht. Ja, zum Schluss noch etwas aus der Rubrik Beschiss. Ja, das gibt es nämlich auch in mittelalterlichen Kochbüchern. Heute würde man sagen Fake-Rezepte. In dem schon erwähnten Mondseer-Kochbuch habe ich ein Rezept gefunden, wie man aus einer profanen Rinderleber eine hochwertige Hirschleber macht. Das lese ich euch jetzt auch einmal vor. Man soll eine Rindsleber nehmen, die nicht steinig ist. Schneide sie dann in 5 Stücke. Brate sie auf einem Rost. Wenn sie sich dann gesäubert hat, wasche sie 3-mal in der Brühe oder in Wasser. Dann brate sie fertig. Lasse sie kalt werden, schneide sie zurecht, zerstoße eines der Stücke in einem Mörser und tue Pfeffer, Ingwer und Anis dazu. Vermahle das mit Essig klein. Lass es aufwallen, damit es dick wird. Lass es kalt werden, lege die Leber hinein und serviere sie als Hirschleber. Ja, es ist nicht immer einfach zu verstehen, was hier gemeint ist, denn alle Rezepte haben eines gemeinsam, es fehlen Mengenangaben, es fehlen Zeitangaben. Gut, bei dem Rezept muss man es ja nicht unbedingt auch nachkochen wollen. Ich habe aber in der Beschreibung dieses Videos eine Literaturangabe gemacht mit einem Werk, das Rezepte aus verschiedenen Kochbüchern gesammelt hat, nachgekocht und überprüft hat. Also das kann man dann tatsächlich auch mal selber ausprobieren. Ja, für das Video über Kräuter, das ihr auf diesem Kanal finden könnt, habe ich auch schon mal versucht, so ein mittelalterliches Rezept nachzukochen. Schaut es euch doch einfach mal an. Besser noch, abonniert meinen Kanal, verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich auf euch.